Willkommen wieder zurück zu Valkyria Chronicles. Eine Mission, die wir nur dank der neu entwickelten Rauchgranaten bestehen können. Die haben uns nämlich hier reingeführt ohne Verluste, aber trotzdem erwartet uns einiges an Kräften, die wir jetzt erstmal hier beseitigen müssen. Die haben ja einiges zu tun. Allen voran der schwere Panzer natürlich und diese Geschütze hier. Aber das kriegen wir schon hin, denke ich, mit der richtigen Vorgehensweise. Wir brauchen vor allem, denke ich, erstmal so zum Einstieg vielleicht. Ja, wir müssen den Scout zum einen beseitigen, das ist klar. Müssen aber auch hier mit dem Bunker fertig werden. Ich denke, wenn wir Alicia erstmal vorwärts schicken, sind wir da wahrscheinlich mit am besten bedient. Also gut. Da kommt er schon mit seinem Defense down. Oh. Mann, der hält aber ganz schön viel aus. Ist meine Distanz noch zu groß? Lasst mal sehen. Na, das sieht doch schon besser aus. Aber ich würde auch ganz gerne den Bunker beseitigen. Wisst ihr, was wir machen? Erstmal bringen wir dich hier raus. So. Bitteschön. Oder wir erledigen dich direkt. Ja. Ja, die Dinger sind heftig. Wie ich schon oft gesagt habe, das ist halt schon nicht verkehrt. So, als nächstes müssen wir uns hier erstmal schützen vor weiteren Angriffen von dem Teil hier. Wäre sehr unschön, wenn wir da zu viel abbekommen sollten. Mit ein wenig Feuerschutz kommen wir sicherlich auch dann da drüben weiter. Mal gucken. Ist jedenfalls jetzt alles ein bisschen deine Aufgabe erstmal. Hier großflächig aufzuräumen quasi. Ich denke, das kriegst du auch hin, oder? Ach, ich habe keine normalen. Oh. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht, wie man sich vorstellen kann. Hm. Das ist halt das Teil und das gefällt mir ganz und gar nicht. Hm, ich kann mich mal ganz zurückziehen. Da drüben war doch auch noch... Ah ja. Uah, das ist halt gleich mal so einer. Warte mal, kann man nicht? Genau, man kann doch auch das hier machen. Das erste Mal, dass ich das mal aktiv brauche. Da ich hier Supportfeuer, glaube ich, krieg, probieren wir es mal. Okay, den habe ich nicht mal bekommen, aber ging trotzdem. Von daher ist alles in Ordnung, immerhin. Gut, wir gehen, glaube ich, mal ein bisschen weiter nach unten. Dass wir erstmal sicher sind. Ah, ich weiß nicht. Wobei, doch, wir können uns ja vor dem Feuer wahrscheinlich auch hier ganz gut schützen. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich glaube, der wird uns nicht treffen. Sehr gut, dann muss jemand anderes sich darum kümmern. Jemand, der noch Granaten dabei hat. Ach du meine Güte. Aber ich muss sagen, so rein vom Feld sieht das eigentlich sehr gut aus. Hm, ich weiß aber nicht, ob wir sofort mit dem Panzer fertig werden. Vielleicht ist es sogar cleverer, wenn wir hier erstmal smoken. Wobei, so schnell werde ich da auch nicht rüberkommen, oder? Ich weiß nicht, gibt es noch irgendeinen besseren Weg? Könnte schwer werden. Dieser Gatling-Bunker, das da drüben ist ein unbesiegbares. Ja, man muss den Gatling-Bunker ja nicht zwingend an der Rückseite angreifen. Das geht ja auch anderweitig. Man kann ja auch hier einfach mal die Panzer ausnutzen, damit hier quasi später alles geschützt ist ein bisschen. Hier durchkommen, ich weiß ja nicht, könnte schwierig werden. Aber kümmern wir uns ruhig erstmal um den Bunker mit einem Ingenieur. Ich glaube, auch das ist nicht unbedingt verkehrt. Genau. Sie hat jetzt noch 3 Granaten dabei, das reicht auf jeden Fall. Ich gehe noch ein bisschen weiter rüber, ich habe keine Lust, wieder komische Wurfaktionen zu erleben. Ich meine, das war schon wirklich nicht gerade lustig, was wir da schon so alles erlebt haben. So, okay, es ist also frei soweit. Meine Güte, auf einmal sieht man hier ganz andere Freiräume. Boah, wir müssen uns echt zurückziehen, ich weiß aber nicht. Können wir den Panzer irgendwie rauslocken? Na ja, gut, jetzt sind unsere anderen Panzer ja vor Ort. Hm, das könnte sogar funktionieren. Ja, ich glaube, wir ziehen uns erstmal zurück. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Außerdem hätte ich ganz gerne so oder so noch andere Einheiten an der Front hier. Halt ein Shock Trooper und auch Lago wäre jetzt nicht unbedingt schlecht, wenn er mal ein bisschen nachrücken könnte. Ich glaube, den Zug, den will ich ein bisschen erstmal auf Sorgfalt hier vorbereiten. Sonst wird das Ganze leider doch ein bisschen sehr problematisch, glaube ich. Und vor allem hier würde ich doch ganz gerne Feuerschutz auch ganz einfach dann bieten. Falls jetzt jemand beschließt, von denen zum Beispiel rüber zu gehen, man weiß ja nie, die KI ist da manchmal nicht so ganz durchschaubar. Ach ja, wir haben auch unseren Shock Trooper vor den Toren stehen, auch kommt mir gerade. Ich glaube, da benutzen wir einfach einen Retreat, das lohnt sich sonst gar nicht erst. Hui,
Jetzt haben wir hier natürlich noch so ein blödes Geschütz, aber ich glaube, das wird nicht großartig viel erreichen können darüber. Notfalls können wir auch noch einen Defense-Boost raushauen. Ja, Chain, ich glaube aber, die Dinger greifen gar nicht aktiv in der Gegnerrunde an, oder? Ich glaube, das machen nur die direkten Gatling-Bunker, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Wenn ich mich jetzt täuschen sollte, dann ist das natürlich ganz schön fatal, wie man sich vorstellen kann. Wir können auf jeden Fall mit der Edelweiß weiter vor und vielleicht den Gegner einfach baiten. Dadurch. Ist halt die Frage, was wir hier mit Scouts auch noch anrichten könnten, aber es könnte eher schwierig werden. Ohne Damage-Boost geht sowieso schon mal gar nichts. Wir sind hier doch schon ein bisschen angeschwächt soweit. Boah, das könnte tough werden, würde ich sagen. Sehr tough. Aber mal gucken. Wäre natürlich schon sehr cool, wenn wir da jetzt durchmarschieren könnten. Aber vielleicht traue ich mir da ein bisschen zu viel zu, wenn wir das jetzt so machen. Vielleicht wäre es auch mal interessant, wie viel kann eigentlich ein Shamrock gegen so einen Bunker auf Distanz auslösen. Zum Beispiel. Weil die kann man ja erledigen. 14 Schuss oder 7, wenn ich da direkt reinschieße. Naja, 7 Schuss ist natürlich ein bisschen suboptimal, wie man sich vorstellen kann. Noch wirklich nur da rein. Aber probieren wir es ruhig mal. Okay, das war auf jeden Fall ein guter Treffer, aber viel Schaden richten wir damit natürlich nicht an, das ist klar. Jetzt mal die Edelweiß, die dürfte auch ein bisschen mehr Feuerpower haben, oder? Die hat eine riesen Kanone auch drin. Wie sieht es bei dir hier aus? 3, ja, das sieht doch schon vernünftiger aus. Da drüben brauche ich jetzt erstmal nicht mein Glück zu probieren. Ich glaube, auch einen Rauch reinschießen wäre erstmal Verschwendung, oder? Schauen wir, dass wir lieber schon mal vorab den Weg ein bisschen freikriegen für die anderen. Ich glaube, davon profitieren wir einfach mehr. Ja. Wir können auch gegenseitig so ein bisschen unsere Agnit decken. Schon mal. Da drüben ist ja kein Panzer und ich habe jetzt auch keine anderen Leute gesehen. Wir könnten uns jetzt den Rest aufsparen. Ich weiß nicht. War hier irgendwer in Gefahr? Da ist jetzt ein Trooper, der uns sieht, aber wir sind hier im Graben. Ja, ja, doch, wir sind alle im Graben. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Habe ich eigentlich noch irgendwelche tollen Befehle, die ich mal einsetzen könnte? Demolition Boost wäre natürlich auch mal böse. Kann man auch machen. Wir könnten nochmal unsere Verteidigung erhöhen für alle in der Runde vielleicht sogar. Ja, das wäre vielleicht sogar gar nicht mal so übel. Mal gucken. Ich meine, es kommt ja doch einiges auf uns zu. Vielleicht ist das doch eine gute Idee. Aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher gerade. Ach, wisst ihr was? Doch, hauen wir den mal raus. Sind wir mal ganz sicher. All of you, focus on defense. Genau. Fokussiert euch auf Verteidigung. Ich glaube, das ist jetzt auch hilfreich gerade. Wir sind nun mal in einer schweren Situation. Man kann sie sehr schlecht einschätzen. Dementsprechend beenden wir auch unsere Phase und heben uns mal einen Kommandopunkt auf für die nächste Runde. Kann er nicht schaden. Aha. Verstärkung will er also auch. Huch, er hat gar nichts gemacht. Oh, interessant. Okay. Das war jetzt unerwartet. Aber nun gut, wenn er meint. Vielleicht ist es dann noch gar nicht so schlecht, wenn wir da drüben unseren Smoke rüberziehen. Und schauen, dass wir ein bisschen pushen können. Ich meine, mit einem Shock Trooper geht das auf jeden Fall schon deutlich besser. Ja, würde ich schon sagen. Na gut, wenn der Gegner so will. Dann würde ich mal sagen, ne? Raus mit dem Teil. Wir sollten ja eigentlich ganz gut geschützt sein, so oder so. Und ich glaube, das dürfte ganz lustig werden. Schön abgeschirmt, ja. So sehe ich das doch ganz gerne. Ja, und Shamrock braucht ja selber mal 2, hat aber auch ein kleineres Geschütz, muss man dazu sagen. Also, so optimal ist er nicht, ne? Braucht auch seine 2 Kommandopunkte, ja. Bisschen schade, aber so ist es nun mal. Aber das Teil kann man auch noch mächtig ausbauen. Und es hat auch ganz andere Stärken, die es mitbringt. Also, schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Ist halt jetzt nur schade, dass man hier nicht durchfahren kann. Sonst könnte man sich ganz einfach um den schweren Panzer kümmern, aber das ist halt leider dann doch nicht so ganz drin. Macht aber auch nichts. Man findet immer so seine Wege, oder? So. Aufpassen, dass wir keine Explosives nutzen. Hieß es ja auch mal. Oh, wir sind jetzt relativ weit drin, was? War hier nicht noch ein anderer Typ auch rumgestanden? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Auf der Karte wird direkt vor mir nur einer angezeigt. Aber ich sehe gerade halt gar nichts. Manchmal kann man mal so ganz leicht durch die Rauchschwaden auch durchgucken. Da kommt mir gerade, es gibt auch den Perspektivenwechsel. Ja, 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 da drüben ist er. Jetzt sehe ich ihn. Okay. Man sieht halt leider echt fast gar nichts.
Und ich glaube, ohne Attack Boost werde ich da auch relativ wenig anrichten können noch dazu. Also, genau, hier sind die anderen. Das war's. Wir haben halt leider so ein bisschen vom Range, ist man immer eingeschränkt hier. Das kommt auch noch dazu. Aber ich glaube, ein Attack Boost auf einen Shock Trooper dürfte hier das entscheidende Mittel zum Sieg sein. Mal gucken. Er ist jetzt natürlich hinter einer Deckung, das ist immer ein bisschen doof, aber... Hier wäre jetzt zum Beispiel ein Flammenwerfer super. Das wurde ja sogar mal vorgeschlagen, aber die haben wir leider noch nicht erforscht. Hui. Der sieht mich immer noch nicht, krass. So, jetzt bin ich selber mit im Camp und er sieht mich immer noch nicht. Wow, wunderbar. Der ist erledigt. Schön eingeschlichen hinter die Linien, das ist natürlich super. Das kommt immer gut. Und vielleicht kann ich sogar schon... Ja! Jetzt habe ich sogar ein eigenes Camp hier, sehr gut. Oh, sie hat ja Desert Allergy oder sowas. Hui. Theoretisch kann ich dich auch kurz retreaten lassen, ist vielleicht sicherer, oder? Außerdem brauchen wir erstmal, glaube ich, hier keinen Shock Trooper. Das ist sehr gut, ich glaube, der Feind hat hier genau hier sowieso schon Verstärkung angefordert gehabt. Largo wird natürlich fast nichts sehen, das ist auch klar. Mit Largo würde hier der Dust, Quatsch, der Dust, der Smoke verschwinden. Das ist natürlich das andere. Und irgendwo da drinnen ist er nun mal, der Ragnit-Antrieb. Aber ich sehe hier halt gerade absolut gar nichts. Das Ding müsste eigentlich direkt neben mir stehen. Aber mein Gott. Was für ein Nebel. Das ist echt krass, dieser Effekt. Er ist wirklich gar nicht so schlecht gemacht, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Das Ding steht ein bisschen weiter drin, oder? Boah, das kann doch nicht wahr sein, dass ich den gerade nicht sehe. Nee, bin ich gerade direkt neben ihn? Ich glaube schon. Hier, oder? Ich glaube, da sieht man ihn so ganz leicht durchscheinen. Oder ist das nur Sandsäcke? Ich würde da schon ganz gerne mal schießen, aber ich stehe direkt neben ihnen und wenn ich daneben ziele, dann würde die Kanone auslösen, dann bin ich nicht mal vom Rauch geschützt. Ich muss also auf jeden Fall einen sicheren Treffer von hier aus landen. Also sollten wir vielleicht erstmal weitergehen und lieber ein bisschen warten. Ja, ich glaube, das ist einfach sicherer. Jetzt kann ich so ein bisschen noch direkt daneben vielleicht gleich gehen. Was? Ach, hat man das aktiviert quasi? Was hat das jetzt bewirkt? Durch die Mission wahrscheinlich, die wir da mal bestritten haben. Also. Wo ist er denn jetzt? Bin ich jetzt total blind? Ist er da vorne? Ich sehe echt gar nichts mehr. Furchtbar. Hä? Nee, das da drüben ist schon der andere Bunker. Was um alles in der Welt? Oh, hi, Scout. Ich kann auch von hier aus erstmal einen Scout erledigen. Wenn wir eben Camp sind, dann sollte das per Panzer gar nicht mehr das große Problem sein. Warte mal, jetzt hier direkt vor uns. Ah ja, da. Jetzt habe ich ihn gesehen. Oh, jetzt sieht man ihn, okay. Wir müssen allerdings tierisch aufpassen, wie ich gerade sehe. Der hat auch schon die Kanone bewegt. Das heißt, er ist auf jeden Fall gerade bereit für alles sozusagen. Üble Angelegenheit. Du musst auf jeden Fall treffen. Weil ich kann dir jetzt keine Munition hier rein transportieren. Das vorab. Aber es ist so nah, also... Sehr gut. Ausgezeichnet. Das hat er auch hinbekommen. Ich schicke ihn jetzt einfach mal kurz raus. Da ist noch ein Scout, aber darum können sich auch die anderen kümmern. Und gut aus. Sehr schön. Okay. Das haben wir doch auf jeden Fall ganz schön gelöst, würde ich sagen. Hier geht es auch wieder ein bisschen besser und dann brauchen wir eigentlich nur noch hier ein bisschen draufzuhalten. Um dann später nach unten zu pushen. Und ich glaube, momentan ist auch eigentlich, ja, Scouts sind so ziemlich das Einzige, was wir wirklich brauchen gerade, glaube ich. Und der andere ist ja schon total stark angeschwächt, das kommt noch dazu, also gute Arbeit. Das freut mich gerade auch ziemlich. So, jetzt aber würde ich sagen, bye bye. Haha, ein schöner Headshot und das war's auch. Die Scout-Elite ist weg. Wir können nach vorne gehen, müssen aber auch vorsichtig sein. Also, der schießt wahrscheinlich sogar schon hier raus, also sollte ich es nicht auf die Spitze treiben und das mal schön Shamrock und Edelweiß erledigen lassen. Weiß nicht, ob uns ein Demolition Boost gegen das Teil auch hilft, aber wahrscheinlich eher nicht. Schätze ich mal. Also gut, du kannst uns gerade helfen, sonst eigentlich niemand. Das war auch ein guter Hit, jetzt noch ein einziger Treffer und dann ist zumindest der zweite Bunker auch gleich weg.
Dann können wir in Ruhe erstmal mit Alicia vielleicht einfach pushen mit einem Damage Boost oder so. Sehr gut, er ist weg. Genau, das fand ich jetzt eigentlich besser in dem Fall. Ich glaube, das hätte uns sonst schon angeschwächt. Man hätte vielleicht auch Smoke direkt davor legen können. Dafür kann ich jetzt den Smoke halt auch einfach hier hinlegen gleich, ne? So kann ich in Ruhe das Camp einnehmen dann für die nächste Runde, weil ich habe den ja immer nur für eine Runde quasi. Und dementsprechend muss man schon sorgfältig planen. Aber das sollte jetzt auch ohne Probleme gehen. Und ich kann sogar darunter mörsern einfach. Das geht natürlich genauso. Also mal gucken, was der Feind jetzt macht. Bin neugierig. Ja, da ist der Reinforcement Request weggegangen. Sie holen sich jetzt allerdings anderweitig Verstärkung. Genau, man sieht schon, das hier ist sehr wichtig, dass wir das hier machen. So, mit einem Attack Boost sollten wir keine Probleme bekommen hier. Ich würde auch erstmal Smoke reinlegen. Und hier brauchen wir sowieso noch mehr Smoke dann später. Ja, wir müssen auch hier die Mitte ausnutzen. Es gibt keine andere Möglichkeit, irgendwie drumherum zu fahren oder so. Ist leider nicht. Die Möglichkeit haben wir gar nicht erst quasi. Aber macht ja nichts. Wir sind eigentlich gut vorbereitet hier. Ah ja, da drüben genau. Da hat er ihn gerade markiert gehabt, oder? Ne, ist nur die Barrikade. Wartet mal kurz. Nochmal ganz kurz die Map. Genau, da hinten ist noch einer. Aber der ist gerade irgendwie nicht wirklich markiert. Ich würde sagen, wenn wir den Smoke irgendwie... Naja, müssen uns auch später vor den Geschützen ja warnen. Vielleicht ist hier dazwischen doch am besten. So noch ein bisschen mehr in Campnähe vielleicht... Da ist der Trooper da drüben unser einziges wirkliches Problem. Ja, da ist relativ nah dran. So kann ich mich sogar erstmal im Camp verstecken, ohne Probleme. Der Shamrock hilft uns hier leider nicht ganz so viel. Aber ich glaube, wenn wir noch einen Ingenieur hinterher schicken würden, wäre das ganz gut. Ich hole mir aber auf jeden Fall den Attack Boost in dem Fall. Dass ich frühzeitig auf den Shock Trooper auch reagieren kann. Das ist mir sehr wichtig in der Mission. Aber bisher gab es wenig Komplikationen, glücklicherweise. Kann sich natürlich jederzeit noch ändern. Man weiß ja nie. Jetzt ist da drüben noch einer. Ich hoffe, der sieht uns von hier aus nicht richtig. Und der ist natürlich auch ein Problem. Uah. Natürlich Attack Down. Das ist natürlich sehr, sehr nervig. Aber zumindest können wir vielleicht einfach zum Scout und von dort aus direkt das Ding einnehmen hier. Das sieht sehr gut aus, ja. Das wäre natürlich ideal. Dann kann ich mir doch gleich ein bisschen mächtigere Leute holen. Im Schutze des Rauchs kommen wir auf jeden Fall, glaube ich, eher vorwärts. Müssen aber sehr vorsichtig vorgehen. Also, hier ist der Rauch schon wieder am Limit, glaube ich. Hier dürfte ich jetzt genau an der Grenze sein, also bei den Dingern hier. Ich gehe hier raus, ja. Ich glaube, hier bin ich jetzt gerade, genau, ja. Bis dahin geht er noch, aber nicht weiter. Und ich glaube, da kommen wir auch nur mit so 3 Smokes oder so durch. Mal gucken. Wird eventuell auch ganz übel. Das werden wir dann sehen. Wir können jetzt noch mit anderen Scouts vorwärts marschieren natürlich. Klar, wir können uns aber auch hier erstmal Hilfe holen. Ich will den Smoke jetzt nicht auflösen durch Explosionen. Das wäre auch wieder kontraproduktiv, wie man sich vorstellen kann. Jetzt hast du natürlich auch keinen Damage Boost drin. Hm. Aber ihr müsstet noch Gewehrgranaten haben. Weil Gewehrgranaten lösen das Ding, glaube ich, auch wieder auf, oder? Ich weiß nicht, ob Gewehrgranaten genug Power haben, aber man will es vielleicht auch nicht unbedingt ausprobieren dann. Na, ich kann auch nochmal All Units Defend auslösen, natürlich. Oh nein, das gibt's doch nicht. Oh nein, das war nah genug. Ach komm, wirklich. Ich dachte eigentlich, ich wäre schon dran vorbei. Ach Mensch. Also doch nochmal was eskaliert, na toll. Ja, wie gesagt, Gewehrgranate ist nicht so ganz drin. Muss ich wohl doch nochmal kurz dich mobilisieren hier. Da drüben liegt er. Die sehen einen ja gar nicht im Smoke. Also habe ich von hier aus immer noch die Möglichkeit, eventuell. Boah, man sieht den halt auch. Ich weiß halt nicht. Das wird einen halt nicht angezeigt. Das ist das Problem. Ich weiß halt nicht, ob die Barrikade im Weg ist. Das kann halt echt ganz primitiv jetzt sein von der Spielmechanik, dass die Barrikade im Weg ist und es deswegen gerade nicht angezeigt wird. Okay, nee, glücklicherweise funktioniert's. Gut, dann ist der Typ wenigstens weg. Das ist natürlich viel wert, wie man sich vorstellen kann. Und da wir sowieso jetzt mit Smoke arbeiten müssen in den nächsten Runden, kann ich mir auch erstmal Shock Trooper und so holen, weil ich komme sowieso nicht schnell voran quasi. Ich muss jetzt ganz gezielt mit so 2, 3 Rauchgranaten arbeiten.
Aber ich glaube, mit All Units Defend und Shock Troopern könnte ich sogar einigermaßen schnell dann pushen. Anderweitig wird es, glaube ich, nichts werden. Ich glaube, ja. Also gut, stellen wir uns hier nochmal hin. Und dann, wie gesagt, kommen immer mehr Rauchgranaten. Na, ich denke, zwei Stück oder so würden ausreichen. So, jetzt haben wir ja doch ordentlich Möglichkeiten, Nachschub uns zu holen. Du kommst auf jeden Fall. Alex kommt noch mit und ich würde auch sagen, dass wir Wise uns gegebenenfalls noch holen. Der war ja auch ganz gut. Ich würde wirklich sagen, so mit drei solchen Leuten sollte es eigentlich ganz gut klappen. Ist natürlich die Frage, ob es jetzt noch irgendwie da drin andere Einheiten gibt, die gefährlich werden könnten. Ich könnte mir aber sogar noch einen Sniper holen eigentlich in dem Fall. Da wir, wie gesagt, durch den Rauch sowieso eingeschränkt wären, ist das eigentlich keine dumme Idee. Extra Shot zum Beispiel ist super mächtig. Accuracy Boost, Roof Hunter, Stimmt ja, das ist Bilat, genau, das ist der Brüder, richtig. Gar nicht mal so schlecht, ich glaube auch Accuracy Boost ist vielleicht sogar ein bisschen mehr wert in dem Fall. Holen wir uns ruhig mal Emil. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung so. Ja, und ich denke, den letzten Punkt sparen wir uns mal auf. Genau. Wieder ein bisschen aufgespart. Vielleicht können wir es in der nächsten Runde schon beenden, ich weiß es nicht. Ich gehe mal eher von zwei Runden, vielleicht sogar drei aus, aber... Ja, vor allem wird noch mehr Unterstützung jetzt requested. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und da bewegt sich jemand vorwärts, wie man sehen kann. Okay. Die sind schon mal fleißig mit dabei, wie man merkt. So, unsere eigene Unterstützung kommt natürlich auch. Die haben ja sehr viel uns jetzt geholt. So gesehen gar nicht schlecht, dass ich hier hin und wieder auch am Anfang schon retreated habe. Da sind wir nicht dazugekommen. Die steht immer noch da rum und wartet einfach so. Hilfe, Leute, holt mich hier raus. Na gut, machen wir auch gleich. Jetzt brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Deckung. Und die kriegen wir natürlich nur über Rauch, wie man sich vorstellen kann. Ja, man kommt hier leider mit dem Panzer wirklich nicht so weit voran. Also man muss wirklich hier gezielt einfach nur den Rauch benutzen. So, ich weiß gar nicht, was jetzt am besten wäre. Ich glaube, ich gehe mal hier hin. Und würde dann später auch mit einem Defense-Boost arbeiten erstmal. Ich glaube, dass uns Defense hier ein bisschen weiterbringt einfach. Das dürfte reichen, um gerade so reinzurennen. Zur Sicherheit schon mal vorab Defense sich krallen. Nur, dass hier auch nichts passiert. Also gut, All Units Defend. Ich glaube, das ist eine Menge wert hier. All of you, focus on defense. Genau. Focus in Defense. Das bringt uns auf jeden Fall weiter. Ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Okay, hat noch gar nicht reingefeuert. Dummerweise sehe ich halt jetzt auch keine Minen. Das kommt auch noch dazu. Aha, da ist er. Oh, da drüben ist sogar noch ein Heavy Tank. Damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Wir müssen dummerweise doch ein bisschen näher ran, glaube ich, um mehr Schaden zu machen. Oh. Ich brauche doch 18 Schuss zum Erledigen. Sehr schön, hat aber auch funktioniert. Okay. Gut, der Sniper war an sich keine schlechte Idee, aber ich brauche tatsächlich noch irgendwo was, um mit dem Panzer da drüben fertig zu werden. Das wird sonst ein bisschen heikler, als ich dachte. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da noch ein Panzer rumsteht. Böse, böse, auf jeden Fall. Zwei Panzer. Muss korrigieren. Aber sie gehören nicht zum Lager und unser Ziel ist nur, das Lager einzunehmen, ne? Ja, okay. Gut, das heißt, theoretisch kann ich auch noch nach vorne marschieren. Und es gibt hier ja anscheinend auch nochmal eine Möglichkeit, vorbeizulaufen. Aha. Ja gut, hier ist eine einzelne Mine. Das ist natürlich nicht so schlimm, wie man sich vorstellen kann. Ja gut, ein paar Shocktrooper und so. Nicht unbedingt sonderlich schlimm. Streng genommen. Du hast ja jetzt auch wieder Gewehrgranaten. Und mit All Units Defend fühle ich mich auch um einiges sicherer, muss ich klipp und klar sagen. Genau, mit der Gewehrgranate auch. Die gehen auf... Langstrecken im Normalfall ja auch. Attack Down ist, glaube ich, nicht mal schlimm, wenn du eine Granate launchst. Schauen wir mal. Sehr schön, die landet direkt bei ihm. Oh, okay. Hat aber nicht viel gemacht. Er ist irgendwie auch... Hat sich hingelegt, wie ich gerade sehe. Macht aber nichts. Sie haben einen Defense Boost drin. Oder vielleicht hat das doch was bewirkt und ich habe das unterschätzt. So, was haben wir hier? Ich bin eigentlich nicht zu weit vorne. Okay. Oh, wir brauchen auf jeden Fall einen Defense Boost, um durchzugehen. Ich glaube, Attack plus Defense wäre am besten. Boah, das wird heftig, jetzt hier reinzustürmen später. Das gefällt mir schon jetzt überhaupt nicht.
Wir haben natürlich noch einen Sniper parat. Der kann auf jeden Fall die Leute teilweise auch rausschießen einfach. Klar. Wir müssen aber super aufpassen auf ihn gleichzeitig. Der ist halt auch sehr anfällig, wie es nun mal so üblich ist bei Snipern leider. Aber wir haben jetzt immerhin Leute, die gerade ihren aktiven Defense-Boost haben. Und den behalten sie auch in der Gegnerrunde erstmal. Ja, ich brauche ja auch immer zwei Züge, das geht gar nicht anders. Ist aber halb so wild. Just leave it to me. Beziehungsweise kannst du hier eventuell nochmal kurz draufhalten? Na, das lohnt sich nicht, oder? Und selbst mit der Granate kommst du jetzt nicht so weit. Ja gut, ich könnte schon ein bisschen vorwärts marschieren, aber ob sich das lohnt, ist die Frage. Weil hätte ich jemanden, der sich vielleicht noch ein bisschen in Deckung setzen könnte, aber den kriege ich locker mit einem Sniper weg, das ist Quatsch. Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn ich meine Leute hier erstmal ein bisschen versammle. Okay, schön an der Mine vorbei. Oh Mann, ich hoffe nur, niemand schießt dann später sie mit an, wenn wir hier verteidigen sollten. Also gut, du könntest eventuell einen Attack-Boost vertragen. Ich weiß halt nicht, das sollte eigentlich nicht mehr zum Lager zählen. Ich glaube vorhin wirklich, dass das einfach wegen Attack-Down zusätzlich war. Er hat halt einen Accuracy-Boost, das ist ganz nett. Ich glaube, das können wir ganz gut ausnutzen. Ansonsten Retreat nutzen ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ja, seht ihr, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Idee gewesen, hier doch noch einen Sniper reinzubringen. Doch, das hilft auf jeden Fall. Da ist schon wieder ein Trooper weg. Und wir können ihn ja genauso nochmal einfach über den Retreat-Befehl eben zurückschicken. Das ist ja kein Beinbruch eben. Die Panzer haben ja jetzt auch nicht die krasse Reichweite. Wenn wir da einfach mal ganz kurz hier hingehen, ist der Typ noch nicht gleich weg. Aber wir können auf jeden Fall ganz gut schon mal Schaden bei den Troopern anrichten. Und ich glaube, das ist doch ein bisschen was wert, dass wir da später ganz schön reinmarschieren können. Er hat jetzt eh nur noch einen Schuss übrig. Aber ich denke, diese Trooper ein bisschen vorzubereiten. Ja, wobei, weißt du was, wir schicken dich raus. Ich will jetzt nichts riskieren. Brauche jetzt nicht hier jemand, der mir noch abkratzt zum Schluss der Mission. Bisher haben wir uns ja sehr gut geschlagen, da kann man nichts sagen, denke ich. Das lief ja wirklich wunderbar. Aber die kriegen halt fleißig Unterstützung. Und bewegen sich jetzt auch weiter anscheinend. Ja, die gehen zu uns rüber. Merkt man schon. Das ist natürlich gefährlich. Aber anscheinend kommen sie noch nicht direkt weit genug. Sind halt alles Shocktrooper. Ah, der Panzer bewegt sich weg. Das ist gut. Das ist sehr gut. Es war jetzt leider nur einer der Panzer, aber das könnte den entscheidenden Unterschied natürlich ausmachen, klar. Mit ihr könnte man erstmal jetzt ums Eck gucken, was so los ist. Klar. Ich sehe gerade niemanden. Oh mein Gott. Ha, ich sehe gerade niemanden. Guter Witz. Ich lach mich tot. Oh Gott. Warte mal, kann ich vielleicht über Eck schmeißen? Wartet mal. Uah. Mir gefällt die Gesamtsituation so ganz dezent überhaupt nicht. Meine Güte. Nicht, dass du noch an die Hauswand schmeißt. Ich kenne ja sowas. Wir hatten ja schon mal so eine Aktion. Aber ich würde ihn hier tatsächlich treffen können. Mach das mal. Vor allem sollte er schön drumherum fliegen. Oh ja. Ja, das war gut. Das war sehr gut. Ja, die haben sich jetzt alle hier versammelt. Kann man sich ja vorstellen. Die sind natürlich nicht gerade erfreut darüber, was hier so alles los ist. Autsch. Ah, wir haben schon wieder einen Captain Nonnenkopf. Oh Gott. Wir wissen ja, wie nervig dieser Typ ist. Oh nein. Nicht schon wieder der Typ. Ich würde sagen, wir holen uns ein bisschen Anti-Personal Attack Power. Attack with everything you've got. Wir müssen aber auch super vorsichtig sein, weil die Truppen hier, die haben ja Anti-Attack drinnen, ne? Und das bedeutet, wenn wir jetzt getroffen werden, dann machen wir deutlich weniger Schaden. Und da habe ich nicht so wirklich Bock drauf, wie man sich vorstellen kann. Gleich hier vielleicht schon. Und dann schön rüberschmeißen. Ja, das sollte auch ohne Probleme möglich sein. Oh ja. Sehr gut. Ja, es war ein schöner Treffer. Beide erledigt. Jetzt da drüben dieser Nonnenkopf. Weiß nicht, was man am besten gegen ihn jetzt macht. Und da drüben... Also ich glaube, mit einem Defense-Boost ist der Panzer kein Problem. Das Problem ist eher, ich kann halt nicht die Edelweiß jetzt nutzen, um nochmal einen Smoke rüber zu feuern oder so. Das geht halt einfach nicht. Hier sind wir jetzt wirklich auf uns gestellt. Stay calm and get a
well done. Warte mal. Jetzt. Genau. Es geht darum, dass sie dann später Supportfeuer nämlich gibt, wenn ich jetzt reinschießen sollte. Das ist mir gerade nämlich wichtig. Alicia würde das wahrscheinlich nur mit einem Support schaffen, also mit einer Defense. Defense für alle nochmal. Ja, ich denke, Defense für alle ist auf jeden Fall sinnvoll. Trotz allem. All Units defend. Wir können auch Sniper-Support geben, das geht natürlich auch. Das reduziert, glaube ich, einfach die LP auf die Hälfte. Und der ist ja echt das einzige Problem. Ich glaube, die Scout-Elite ist nicht mehr so schlimm, wenn wir dann drin sind. Aber er hier, dieser komische Captain, der gefällt mir ganz und gar nicht. Wir können aber auch jetzt Alex nach vorne schicken. Ist halt die Frage, wie gut wir unsere Punkte ausnutzen können. Das habe ich nämlich nicht auf dem Schirm. Okay, Leute. Ich glaube schon, dass All Units Defend nochmal gut ist. Einfach, dass da drüben wirklich alles glatt geht. Vielleicht ist es zu vorsichtig, ich weiß es nicht. Aber ich denke, lieber zu vorsichtig, als dass irgendwas passiert, ne? Von daher, wir probieren mal unser Glück dann. Ja, der Defense Boost hat auf jeden Fall deutlich geholfen schon mal. Aber der Typ ist halt in der Deckung gerade drin, wie man sich vorstellen kann. Nicht gerade besonders lustig. Weg mit dir. Oder eher weg mit deiner Deckung. Zumindest schon mal. Oh ja, das war ja super. Und dann nichts wieder durch da. Okay. Du bist mittendrin jetzt. Merkt ihr das? Und dich kriegen wir auch noch platt, glaube ich. Mit Rosie jetzt. Reinrennen. Oh nein, keine Desert Allergy. Bitte jetzt nicht eine Negativ... Oh nein. Defense down, okay. Oh ja. Yes, wir haben... Oh, wir haben ihn weg. Sehr gut. Dann kriegen wir auch die spezielle Waffe, die man hier erwerben kann. Strong Wild kriegst du auch noch. Okay, es ist jetzt aber egal. Ich glaube, wir sind eigentlich so gut mit dabei, dass das kein Problem mehr sein sollte. Wir müssen ja nur das Camp einnehmen und dafür sollten Panzer eigentlich kein Thema darstellen. So. Na dann. Weg mit dir auch. Und dann Occupine, oder? Ich hoffe mal, es klappt direkt. Ansonsten brauchen wir wahrscheinlich Granats. Da hinten. Ja. Occupy. Die Panzer sind also egal. Yes! Das lief perfekt. Bin gerade sehr happy darüber. Sehr super. Operation complete. We took their base. Das lief hier wirklich brillant. Ein A-Rang. Wunderbar. Für die Mission kann man durchaus jetzt stolz drauf sein. So direkt gemeistert. Perfekt. Oh, was ist das denn? Das sieht ja interessant aus. Und auch noch eine Medaille für uns. Super. Oh, ist das toll. Ich bin gerade echt happy, Leute. Cool. Isara. Hi, Rosie. How can I help you? Well, you have already. You mean the doll I made? I didn't know you kept it. You said it was a protective charm, didn't you? I still owe you one from the feast, so anything you want. Just name it. Let me think. You know what? I'd like to hear you sing, Rosie. Huh? You want me to sing? Yes. You told me before that you always enjoyed it. I'd really love to hear you. I bet you're great. Okay, then. It's a promise. Isara. Down! No. Isara! Don't you die on me, Isara! I still haven't even had the chance to say thank you yet. Sure you did. Now we're friends. No! Isara! Isara! No! Sorry,
your dream. I want it. I so want it. To make it real. Just for you, Wilkes. My dream? What do you mean? Before, you said you wanted to fly. Remember? You wanted wings so we could see the sky together. We will. We'll go flying real soon, Ys. I promise. Isara? Isara! Tja, ein übles Ende dafür, dass wir die Mission so gut gemeistert haben. Immer wieder eine üble Szene. Aber nun gut, wir wollen dieses Kapitel heute noch abschließen. Sehen wir, wie der weitere Verlauf aussieht und bewahren erstmal Stillschweigen. Isara, the dreams you left, it's up to us to build them. Hey, kid. I'd like to sing for you, if that's okay. I mean, after all, a promise is a promise, right? So listen up. This is yours. You stood, always smiling, ever quiet, ever tender. And I, a lost child, always frightened, I remember that you came and found me. Blinded by unshed tears, the tears we cry are echoes that tell what tomorrow can hold, and I Chapter 12. The Fight for Brühl. Puh, und damit ist auch dieses Kapitel abgeschlossen. Ein dramatisches Ende, wenn auch nochmal mit einem sehr schönen Gesang, muss man ja sagen. Und da bringt uns die Reise auch noch zurück nach Brühl, zurück in die ursprüngliche Heimat. Das ist natürlich auch mit interessanten Momenten direkt verbunden, wie man sich vorstellen kann. Ja,
Zumindest können wir die Heimat vielleicht zurückerobern endlich. Aber auch nur ein schwacher Trost nach dem, was jetzt hier passiert ist. Schon erstaunlich, ich meine, ohne ihre Erfindung auch, wären hier wahrscheinlich wesentlich mehr Leute gestorben, wie man sich vorstellen kann. Es wäre eine absolute Verlustmission gewesen. Eigentlich sowieso schon für die Miliz eine krasse Mission, weil ohne diese Erfindung wäre es da eigentlich schon quasi ein Selbstmordkommando, kann man sagen. Ich meine, letzten Endes so von der ganzen Lage und so, haben die sich hier auch schon so abgeschottet gehabt. Das war ja wirklich brutal eigentlich. Na, nur mit diesen Rauchgranaten von Isara war es möglich. Und auch sonst als Panzerfahrerin natürlich. War sie immer fleißig. Sie hat auch noch geholfen mit ihrem Flugzeugbau und so ihre Träume verfolgt. Und trotzdem noch an die anderen gedacht, wie man auch an den Puppen hier sehen kann. Also eigentlich immer für alle da gewesen. Immer so, ja wirklich am Arbeiten nonstop quasi. Und trotzdem durfte sie sich immer noch anhören, dass die Leute etwas gegen Darkness haben oder so, aber sie hat sich davon nicht runterziehen lassen, nö. Einfach weitergemacht. Also auf jeden Fall eine Person, die heraussticht, definitiv. Das auf jeden Fall. Tja. Und natürlich besonders bitter jetzt, Rosie, die ja sich sehr rassistisch immer verhalten hat. Aber ganz zum Schluss hat die Sarah ja gemeint, jetzt sind sie Freunde. Wenn auch nur für kurze Zeit. Beziehungsweise wird sie sicherlich in Erinnerung sehr stark behalten. Und wie auch immer. Zumindest wird sie dadurch hoffentlich auch ein besserer Mensch werden und die Ducks nicht mehr so einfach nach dem Äußeren beurteilen. Ist vielleicht auch eine Lernerfahrung, auch wenn sie hart war, natürlich. Aber nun gut. Hier geht's jedenfalls das nächste Mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich das in der Folge schon gesagt habe. Ich sag's einfach nochmal, falls ich's vergessen habe zu erwähnen. Dass jetzt Valkyria Chronicles immer dienstags und freitags kommen wird. Also quasi immer zwei Parts die Woche. Ich finde, das ist etwas besser zu managen. Für mich persönlich ist das dann mit den Übersetzungen doch immer ein arger Stress, muss ich sagen. Ich glaube, so ist das ein bisschen besser. So kann ich auch die Qualität höher halten zum einen und zum anderen, ja. Ich meine, wenn man dann dementsprechend viel macht, wie heute zum Beispiel, dann passt das, denke ich, sowieso ganz gut. So nebenbei. Aber ich habe teilweise halt wirklich so an die 200 Schnitte im Part. Einfach dadurch, dass die Textboxen quasi alle ersetzt werden müssen. Und das ist halt schon happig für ein Let's Play. Das geht vielleicht für aufwendige, krasse Videoproduktion oder so. Aber hier, das ist halt schon verdammt viel. Ich meine, die meisten LPs haben vielleicht 10 Schnitte, wenn es hochkommt. Und hier hast du halt wirklich gleich mal so meistens im Durchschnitt 100 bis 200. Meist eher gegen 200, von daher, ja, das ist schon übel. Aber nun gut, ich denke, das kann jeder verstehen. Ihr seht es auch auf dem Upload-Plan. Dementsprechend werde ich den Part nun auch beenden an der Stelle. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann dort weiter, wieder zurück in die Heimat. Mal sehen, was uns da so alles erwartet. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Valkyria Chronicles.